Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Killer Instinct Folge 7. Wir machen mal weiter. Jago ist nach wie vor tot. Rest in Peace, mal sagen. Pakt mit dem Teufel. Die von dir befreiten Kultisten gaben dir diesen Koordinaten und meinten, du sollst jetzt einer bestimmten Zeit auftauchen. Die Koordinaten führen dich zu einem uralten Tempel. Darüber ragt ein Portal auf. Mimics können also nicht wahr sein. Die Kultisten versprechen dir für ihre Freilassung eine mächtige Waffe. Wenn sie die Wahrheit sagen, wirst du den Tempel nach deiner Belohnung durchsuchen müssen. Deine Suche endet ohne Ergebnis. Du weigerst dich, mit leeren Händen zu gehen, überlegst, den Rest des Tempels zu durchsuchen, als plötzlich ein Mimik von oben durch das Portal erscheint. Kim Wu, Gesundheit 100%, Schafsbock, Steinhaut, Elixier, Drachengeist gegen Mimik Hisako, Gesundheit 110%, Stärkestufe, Schattenverbindung, Vampirismus. Mach dich auf eine Mimik-Abreibung gefasst. Gangnam-Style. Gargos wird deine Seele bis in alle Ewigkeit quälen. Ach du Kacke. Run from fate. But you should have tried. ...3822 Experience Kimbu Profilsymbol 1. 50% gesunken. Vier Schattenpartikel, zwei Schattenplasma, 49 Astraljuwelen, ein Hintergrundgeschichte. 1.
Der Kampf mit dem Mimik hat den Tempel arg in Mitleidenschaft gezogen, aber du kannst immer noch absuchen, was du davon übst. Du findest einen blutgetränkten Dolch, du nimmst ihn an, er vibriert vor Macht, es wird sicherlich nützlich sein. Einhalten, erhalten, Zeremonien-Dolch. Zweimal. Gargos draws his godlike power from the astral plane, but outside of his own realm, he is mortal. The spread of corruption transforms the earth to feed Gargos's power. As this corruption spreads, so does the Shadow Lord's power increase. His army of omens guards the portals that feed his power to the earth. They are honored to bear a portion of his glorious might to this new domain. Zug Number 10, 10, 10, 10, 10. Die Verderbnis lässt ein Omen erscheinen. Europa hat eine Verderbnis von 50% erreicht und zeugt eine Gargos-Kraft. Gargos-Adern lehren der Steiger. Ein Omen beschützt diese Kraft und tritt in einen Einzug ein. Besiege es, um es zu finden, dass Gargos-Adern im Endkampf erhält. Begib dich zu den Geistkern Angnus Mimik. Things are getting treacherous out there. Du befindest dich in einer nasskalten Höhle, dem Reich der Attentäterin Sadira, aber noch etwas anderes lebt dir, ein Mimik des Kriegesgolems Agnus. Er bewacht seinen kostbaren Geisteskernschatz mit Augsockaugen. Wir nennen sie die Tränen der Ichoniris. Sie waren die Lichtlords, die mein Meister in der Astralebene bezwungen hat. Geistkerne sind die Kraft des Lebens und außerdem sehr schmackhaft. Orchid, Gesundheit 100%, Schafsbock, Refibrillator 2, Mimik, Agnus, Gesundheit 110%, Stärke Stufe 2. Verstärkt. Run. Shuttle Lord, sieh zu. Ja. Habe ich zu früh weg. Gedrückt, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in Thailand. Da muss man sich ein Land teilen. Das ist spaßig. Target spotted. This should be quick. Ach du Scheiße. Neue Gegnerkraft verstärkt. Verstärkte Gegner sind immun gegen Durchschlagschaden, den Schaden, der beim Blocken zugefügt wird. Come on!
brachte nichts. One step closer to flushing out Ultra Tech. Supreme Victory. 3405 Experience. Aufstieg von Orchid. Orchid Farbe 3. Sieben Astralenergie, sechs Geistscheibe, zwei Geistesessenz, 52 Astraljuwelen, eine Erweckungsschriftrolle, ein Kraftverstärkt. Erweckungsschriftrolle, kann ich den Jago damit erwecken? Oder was sagen? Wiederbeleben? Als Kanra erscheint, wirbelt er vor lauter Freude Sand durch die ganze Höhle. Du hast so viele Geistescanner erobert, Orchid. Wir treffen uns im Warenhaus, wo du mit diesem Material wundervolle und mächtige Gegenstände erstellen kannst. Kämpfe weiter und verstärke deine Kräfte, bis Gargos kommt. Aber vergiss nicht, mir Astraljuwelen zu bringen, um stärkere Wächter zu kaufen. Sie helfen dir bei schwierigeren Aufgaben. Ich freue mich auf unser Wiedersehen, Orchid. Du wirst ein hervorragendes Testobjekt abgeben. Einen hervorragenden Kunden. Dossier freigeschalten, Kanras Herkunft 1 erhalten, Geistkern 25 und 50 Astraljuwelen erhalten. Zu 11. Die Verderbnis lässt ein Omen erscheinen. Nordamerika hat eine Verderbnis von 50% und erzeugt einen Gargos-Kraft. Gargos Auge eingehen, Kraft parieren, ein Omen beschützt diese Kraft und tritt in Einzug ein. Besiege es, um es verhindern, dass Gargos Auge im Endkampf erhält. Status-Effekt abgelaufen. Melatonin Nanobots, ein Status von Orchid ist abgelaufen. Ein Omen erscheint. Diese Omen macht eine Kraft von Gargos in der Astralebene. Wenn du das besiegen kannst, wird die Gargos Adernkraft für den Finalkampf von Gargos entfernt. Warenhaus, Bestandsänderung. Kanra hat neue Rezepte in sein Warenhaus. So, jetzt gehen wir wie immer alles durch. Kanras Herkunft 1. Kanra war zu Zeiten des Babylonischen Reichs Wesir ein äußerst gut aussehender Mann von großer Anziehungskraft und der Fähigkeit, den Verstand seiner Mitmenschen zu manipulieren. In seiner Überheblichkeit plant er seine Verschwörung gegen seinen König, gemeinsam mit reichen Adligen, einem General und einem Banditen. Gargos draws his Steinhaut-Elixier, einer der ausgewogenen verfügbaren Gegenstände. Und Wumperpeitsch stärkt deine Verteidigung. Die Schattenanzeige Energie deinen Angriff. Warte nicht zu lange damit, es einzusetzen. Je früher, desto besser. I'll bring out the good stuff. Ich habe im Moment noch zu wenig, um ein Paket zu kaufen. Muss ich mir ein bisschen ansammeln, wenn ich mir das holen kann. It slices, it dices. Just kidding, need a bag for that? Need that wrapped up? All yours. It's all in the technique. Gut,
Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.